So, 2 Maulwürfe und 44 Gänseblümchen. Jetzt mache ich Feierabend. Was könnte ich heute Abend eigentlich essen? Vielleicht mal wieder was Gesundes zur Abwechslung? Vielleicht ja mal wieder ein wenig Obst. Aber was für Obst? Wenn, dann sollte es schon ungewöhnliches Obst sein. Gewöhnliches Obst kann schließlich jeder essen. Oh, wer kommt denn da? Hallo, Luzi! Schön, dich zu sehen! Unser letztes Gespräch ist ja auch schon wieder einige Zeit her. Hallo, Hein! Mensch, das ist echt toll, dich wiederzusehen. Die Gespräche mit dir sind immer so tiefgründig. Das mag ich. Wie läuft dein Geschäft? Hast du mitbekommen, dass niemand mehr stirbt? Nein. Dann müsstest du ja wissen, dass mein Geschäft als Gevatter tot gut läuft. Stimmt auch wieder. Ich bin zurzeit auf dem Weg nach Duisburg zum Rheinufer, um meinen Bruder Jack zu besuchen. Und von da aus will ich dann wieder eine Weltreise machen. Das ist ja toll! Aber bis Duisburg ist es noch ein weiter Weg. Hast du denn schon für die kommende Nacht einen Schlafplatz? Leider noch nicht. Ganz in der Nähe ist eine alte Holzhütte, wo du übernachten könntest. Eigentlich habe ich ja jetzt Feierabend, aber wenn du mir wieder ein paar Wissensfragen beantwortest, würde ich mich bereit erklären, dir zu verraten, wie man zu der Hütte im Wald kommt. Also in Horrorfilmen wird ja immer von den Hütten im Wald gewarnt. Aber wenn du mir nur die Richtung zeigst und mich nicht komplett bis dahin begleitest, kann mir ja nichts passieren. Also gut, was hast du denn für Fragen? Zum einen würde ich gerne die Geheimnisse der ungewöhnlichsten Obstarten der Welt erfahren. Und zum anderen wüsste ich gerne, was das klügste Tier der Welt ist. Ich will mir nämlich ein Haustier anschaffen. Der Tod und ein Haustier? Aber naja, warum eigentlich nicht? Lustigerweise habe ich auf beide Fragen eine Antwort. Fangen wir aber erstmal mit dem Obst an. Die erste Frucht auf unserer Liste ist die Blutbirne. Einen etwas unheimlichen Namen hat diese Frucht, nicht wahr? Aber das passt ja zu dir, Hein. Sie wird aber auch Granatbirne oder Sanguinole bzw. Sanguinole genannt. Seit etwa 1680 ist diese Birne in Deutschland beheimatet. Ihre Besonderheit ist das Aussehen ihres Fruchtfleisches, da es eigenartig rötlich gemustert ist. Hingegen die Farbe der Schale grün wie auch rot ist. Kein anderes Obst kann äußerlich mit diesem speziellen Aussehen mithalten. Sie schmeckt süß, ist aber nicht ganz so kräftig im Geschmack wie die normale Birne. Leider bleibt die Blutbirne nicht lange frisch nach der Ernte, weswegen sie auch nicht so oft im Geschäft zu kaufen ist. Die nächste Frucht ist die Kornelkirsche. Sie wird auch Herlitze oder Tierlibaum genannt. Das Holz der Kornelkirsche ist so schwer, dass es im Wasser nicht schwimmt, sondern untergeht und eignet sich durch ihre Früchte hervorragend als Vogelschutz und als Bienennährpflanze. Die goldgelben Blüten duften sogar nach Honig. Trotz ihres Namens gehört dieses Obst nicht zu den Kirschen, sondern zu den Hartriegelgewächsen. Übrigens gehören Kirschen aus botanischer Sicht zu den Rosengewächsen. Damit ist die Kornelkirsche auch keine Steinfrucht, sondern eine Scheinfrucht. Die eigentliche Frucht ist nämlich vom Blütenboden umhüllt.
Gerne wird diese Frucht scherzhafterweise auch als Hahnenhoden bezeichnet. Und nur in der deutschen, englischen und schwedischen Sprache wird diese Frucht als Kirsche bezeichnet. Heute werden die Kornelkirschen nicht mehr so oft von Menschen gegessen. Anders war das noch in der Jungsteinzeit. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch so. Da war es eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Und selbst in der griechischen Mythologie sprach man ihr besondere Heilkräfte und Stärken zu. Auf die mystischen Besonderheiten legen selbst heute noch unter anderem Anhänger der Wicca und der Pagan großes Vertrauen, also der neuzeitlichen Hexen. Tatsächlich hilft die Frucht bei Durchfall und Fieber und wirkt entspannend. Das Holz dieser Scheinkirsche ist aber immer noch sehr beliebt, besonders in Deutschland, denn aus diesem Holz werden gerne und oft Wanderstöcke gefertigt. Frucht Nummer 3 bei uns ist die Blaugurke. Wer sagt denn, dass Gurken immer grün sein müssen? Nein, es gibt auch blaue Gurken. Sie ist in China, Tibet und Nepal zu Hause. In China heißt die Gurke übersetzt Katzenkotgurke. Na lecker. Da ist mir die Bezeichnung Blaugurke aber lieber. Woher diese Frucht ihren Namen hat, könnt ihr euch sicherlich denken. Blaugurke wegen der blauen Farbe und wer den Originalnamen bevorzugt, also Katzenkotgurke, das liegt an der Form. Ihr Geschmack ist übrigens süßlich. Blau ist als Farbe in der Natur sehr selten zu finden. Das macht diese Frucht so besonders. Nun kommen wir zum besonderen Sekaichi-Apfel. Diese Äpfel kosten 21 Dollar pro Kilo. Diese großen Äpfel wiegen auch pro Stück etwa 1 Kilo. Also kann man sagen, pro Apfel zahlt man 21 Dollar. Diese seltenen Äpfel kommen aus Japan und sind etwas süßer als normale Äpfel. Wir bleiben noch etwas in Japan und kommen zur Dekopon. Diese Frucht ist nicht nur die leckerste Zitrusfrucht der Welt, sondern auch eine kernlose Mischzüchtung aus Orangen und Mandarinen. Sie ist größer als Orangen und Mandarinen und für 6 Früchte zahlt man in etwa 80 Dollar. Die nächste Frucht kommt auch aus Japan und heißt Sembikiya-Queen-Erdbeere. Boah, ein ganz schön schwieriger Name. Sie hat eine perfekte Farbe, eine perfekte Form, schmeckt etwas intensiver als andere Erdbeeren und nennt sich deshalb übersetzt auch Königin der Erdbeeren. 12 perfekte und makellose Erdbeeren kosten stolze 85 Dollar. Wir bleiben weiterhin in Japan und kommen jetzt zu den viereckigen, pyramidalen und herzförmigen Wassermelonen. Die Wassermelonen wachsen in vorgefertigter Form und kosten wegen ihres Aussehens 800 Dollar pro Stück. Auch die Dentsuke-Wassermelone ist eine außergewöhnliche Frucht aus Japan. Pro Jahr können nur 10.000 solcher Wassermelonen gezüchtet werden. Sie ist größer, schwerer und süßer als ihre normalen Verwandten und leider dadurch auch teurer. Für eine Dentsuke-Wassermelone zahlt man in etwa 6.000 Dollar. Auch unsere nächste Frucht, die Taiyon no Tamago Mango, kommt aus Japan. Übersetzt heißt sie Ei der Sonne.
bedingt durch ihre Form. Sie schmeckt etwas süßer als die normale Mango und kostet pro Stück 3000 Dollar. Selbst die teuersten Trauben der Welt, die Ruby Roman Trauben, kommen aus Japan. Woher sonst? Sie ist etwas größer als normale Trauben und dadurch auch um einiges teurer. Ein Bündel dieser seltenen Trauben kostet knapp 5000 Dollar. Jetzt kommen wir aus Japan raus und kommen nach Großbritannien. Dort gibt es die Heligan-Ananas. Diese kostbare Frucht wächst nur in den Lost Gardens von Heligan. Diese befinden sich in Cornwall. Dies ist übrigens auch der einzige Ort in ganz Europa, wo Ananas gezüchtet werden kann. Um richtig wachsen zu können, wird diese Ananas mit Pferdeurin begossen. Ja, Prostmahlzeit. Pro Frucht zahlt man dann 1000 Dollar. Zuletzt reisen wir aber nochmal nach Asien. Nein, nicht nach Japan, sondern nach China. Dort wachsen nämlich die Buddha-Birnen. Die Birnen haben die Form eines sitzenden Buddhas. Eine Form, in die die Birnen reinwachsen. Nach einem Mythos schenkt die Frucht dem Speisenden Unsterblichkeit. Sie schmeckt aber nach einer ganz normalen Birne und hat nur optische Besonderheiten. Eine Buddha-Birne ist preislich auch recht überschaubar. Für 9 Dollar kann man eine kaufen. Zwar sind 9 Dollar immer noch ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass man da nur eine Birne für bekommt, aber im Vergleich zu den meisten anderen Obstsorten ist es doch recht günstig. Die teuerste Frucht der Welt haben wir in einem anderen Video von uns schon mal erwähnt und erwähnen sie deshalb jetzt nicht noch einmal. Wer es gerne nochmal schauen möchte oder sich dafür interessiert, einfach mal runterscrollen bei den anderen Videos von Keduma Luzi erklärt. Da findet sich dann auch ein Video mit dem Thema die teuerste Frucht der Welt. Das war es auch schon wieder für heute. Das war ja mal wieder äußerst interessant. Vielleicht hole ich mir auch mal so eine Buddha-Birne. Und jetzt kümmern wir uns noch um meine zweite Frage? Gerne doch, aber lass mich kurz eine Pause machen, denn wer so viel redet, muss auch mal was trinken.